Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chojin und Gatewin-Mod. Genau, und einer absolut attraktiven Ork-Dame hier. Sieht man, ne? Das Dekolleté ist natürlich schon sehr, sehr tief. So, ich wollte ja nochmal mit dieser Moira da reden, die aussieht wie Prinzessin Leia. Das stimmt. Ja, was? Achso. Aha, ein Quellenjäger. Es wurde auch Zeit, dass der Rat uns ernst nimmt. Am besten, ich fange gleich mit diesen zwei Idioten an, die ihren kleinen Ork hier verstecken. Könnt ihr mir etwas über die Orks erzählen? Ja, sie schossen über den Horizont und ihre Schiffe lagen im Hafen an, noch bevor unsere schlummernden Soldaten das Schwert heben konnten. Wir versuchten noch immer den Strand von den Leichen ihrer und unserer zu säubern. Was sollte ich... Ach ja, hier. Was habt ihr über den Mord bezüglich des Ratsmitgliedes Jake gehört? Oh, ein schreckliches Verbrechen. Ratsmitglied Jake war selbst aus Aesil geboren und aufgewachsen. Ich bin davon überzeugt, dass ein intrigantes Weib, natürlich eine Fremde, damit zu tun hatte. Das war's eigentlich schon, oder? Weil das andere, was ich alles erzählt über Aesil, habe ich ja alles schon mal gehört. Untotenblase. Ja, es ging also eigentlich nur um die, ehrlich gesagt habe ich jetzt auch nicht recht zu, weil ich im Tagebuch bin. Es ging um die, Die Angriffe am Hafen ist immer... Das war eigentlich nicht wichtig, sondern wichtig war ja gewesen, dass die, Ich könnte noch erzählen mir von dir. Nee, das war das mit dem Mord. Da hat's ja jetzt nachgehakt, ne? Okay, ja. Okay, nee. Also sie sagt alles halt da irgendwie, wir müssen irgendwo einen Tagebucheintrag dafür haben. Die Reise des Quellenjäger vielleicht? Nee. Mysteriöse Mord. Das kann's ja nur sein. Aber wir haben keinen Eintrag. Seltsam. Kann da was irgendwie durch die neuen Patches gekommen sein, weil wir jetzt ein paar Tage Pause hatten? Keine Ahnung. Hier, bei Dialoge. Ach so. Genau, da müssen wir jetzt mal Moira gucken. Das wird ja wahrscheinlich Tag 1, 23, 46 gewesen sein. Was habt ihr über den Mord bezüglich Ratsmitglied Jake gehört? Dieser arme Mann hat Besseres verdient. Hoffentlich hängen sie seine Frau Esmeralda. Sie ist schuldig wie der Teufel selbst. Siehst du, ich hatte da einen ganz kurzen Dialog nur. Siehst du, das ist bei Tag 1, 23, 46. Ja. Und da du da am Reden warst, konnte ich dir nicht vorlesen. Alles klar. Und ich... Nee, ansonsten gibt's nichts Neues. Ja, das könnte echt sein hier. Sie hat wohl diese Frau Esmeralda gehasst, so hört sich das ja irgendwie an. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, und sie sagt ja irgendwie intrigantes... Und das sagen alle irgendwie. Also, das sollte man mit der Frau... Wie hieß sie? Esmeralda. Das sollte man mit der Frau reden. Ja, und wir sollten auch mit dem oben reden, ne? Wir haben da ja eine Quest aktiv. Ja, ja, diesen genau. Diesen Hauptmann, ne? So sieht's aus. So, jetzt mal beide vor. Genau. Und die Musik plätschert im Hintergrund. Aber so an sich, ne? Bisher bin ich doch immer noch positiv. Danke. Ja. Ich glaube, das wird ein sehr langes Let's Play. Jawohl. Das haben sie ja gesagt. Wir haben gesagt, das ist erstens mal, weil es richtig textlastig ist. Wir könnten jetzt hier rauf, ne? Kremer genau, hat wo du jetzt weiteres geschlossen. Wo du jetzt dahin gehst. Hatten wir nicht sogar einen Log gehabt, da wo wir hin müssen? Bestimmt. Mit Areus, dem Hauptmann der Legion, in der Kaserne sprechen. Also wir müssen in die Kaserne. Bin ich also falsch hier, oder was? Nee. Ich weiß nicht, wo die Kaserne ist. Ich habe keine Ahnung. Können wir das nicht irgendwie auf Map sehen? Bestimmt. So, was haben wir denn hier? Ein Amboss? Wenn du auf Map gehst, siehst du, wo das Hauptquartier ist. Wir müssen nach Osten. Kann ich damit was schmieden? Kann ich meine Waffen reparieren überhaupt? Wie sieht es denn aus mit meinen Waffen? Ich habe mir von Ockenspalter kam gestern, glaube ich, was gewesen...
So die Kaufversion von der Special Edition, die es für 70 € gibt, haben die da vorgestellt. Und da gibt es wohl einen dicken Haufen Karten bei, wie so ein Kartenspiel. Und jede Karte zeigt eine Art, die man als Handwerk nutzen kann, wo dann so drei Sachen abgebildet sind. Und da hört der Amboss auf jeden Fall mit zu. Das heißt, man kann da auf jeden Fall was machen, wenn man die richtigen Sachen hat. Okay. Sehr wahrscheinlich Rezepte für brauchen. Halt, was steht da am Vektor? Ach nee, Westtor. Entschuldigung. Geht Zum weiter zum Leuchtturm. Das können wir uns vielleicht Leuchtturm. mal merken. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Osten, damit wir mal da in dem Mordhaus weiterkommen. Ja, wir haben doch aber auch die Deluxe-Version. Jetzt weiß ich gar nicht, was da noch so dabei war. Wo müssen wir hin? Ach, das wird auf der Map hier nicht gezeigt. Ah, doch. Weiter nach Osten. Also es ist doch recht weit bis zur Kaserne. Da könnte ich wieder graben. Hier ruht Katharina. Ich Ja. weiß, ich war einzigartig. Aber willst du ein Grab plündern? Nein, auf keinen Okay. Fall. Und wir brauchen auch noch nicht in den Friedhof. Also Ja, weit. da gibt es bestimmt eine coole Quest, vermute ich mal. Aber ich habe Ein einen Weg. Wegpunkt entdeckt. Ach nee, du hast 90 den. Erfahrung. Cool. So, was ist denn hier? Die sind aufgereiht, aber da geht's nicht weiter. Und da unten ist ein Zelt. Knallrot. Die werde ich trotzdem mal anrufen. Hatschi! Nein, sagt mir dasselbe. Entschuldigt, dass ich euch angesprochen habe. Da kann Das man ist kochen, ne? interessant, wenn du dann Feldküche. ne siehst du das warm, wenn du das nah ans Feuer gehst. Ach, kann das sein, dass das was zu tun hat? Vielleicht, wenn es anfängt zu regnen oder so, haben die vor, dass man sich dann wärmen muss. Es könnte sein, aber Hunger so habe ich noch nicht gesehen. Also ich fände es richtig cool, wenn sowas noch kommen würde, dann wäre es ja schon sehr Ja, rollenspielreich. ich bin ja mal gespannt, was der Editor noch macht, denn da kann man ja ein bisschen was noch dazu modden. Und wenn es fähige Modder gibt. So, wo, wie, wo müssen wir hin? Jetzt muss ich trotzdem. Ach so, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wir sind Wir fast sind da. komplett richtig. Was haben wir Haben denn? natürlich jetzt einige Häuser ausgelassen, die irgendwelche Nebenquests haben könnten. Da klappern wir vielleicht Können wir ja nochmal auf dem irgendwie. Rückweg machen. Ne? Ich glaube, wir sind ja noch ein bisschen in Sicil. Wie kommen wir denn hier in das große Gebäude? Da müssen wir rein, sehen wir ja auf der Minimap. Bye. Ja, hier sieht's nach Eingang aus. Kaserne. Bye. Du bist ja der blaue Punkt. Hauptquartier Legion. Ja, ich bin der blaue Punkt. Nett. Aber ich finde es ja schön eigentlich. Ahus Arbeitszimmer. Schön. Soll ich mit dem Arius mal reden? Ja, ich habe das letzte Mal mit ihm geredet. Boah, das schallt aber, ne? Ja, das schallt überall, ne? Was haben wir denn hier? Einen sogenannten Quellenjäger. Ha! Erledigt eure Angelegenheiten hier in Sicil, aber sorgt für keinen Ärger. Und kommt der Legion nicht in die Quere, habt ihr verstanden? Ich habe genug um die Ohren mit den Erkundungen in feindlichem Gebiet. Erzähl mir von dir. Ich bin Hauptmann Areus, falls es dich interessiert. Ich bin der Anführer der Legion in Sicil und habe die ehrenhafte Aufgabe, ein Bataillon wandelnder Toten zu befehligen. Okay. Ich befürchte, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Untoten meinen Soldaten überwältigen und sie in ihre geifernen, missgestalteten Ränge aufnehmen. Lasst uns über Jakes Ermordung sprechen. Bei den Göttern! Irgend so ein Politiker segnet das Zeitliche und alle drehen durch. Lächerlich! Ich habe diesen Möchtegern-Zauberer Ahu gesagt, er soll die Sache auf sich beruhen lassen. Aber er musste sich an die Quellenjäger wenden. Verdammte Zauberer! Sie sehen Taubendreck und denken, es steckt Quellenmagie dahinter. Dennoch möchte ich auf dem Laufenden gehalten werden. Verstanden? Ich habe das Kommando in dieser Stadt, nicht Bürgermeister Cecil, nicht Ahu und ganz bestimmt nicht irgendein ambitionierter Quellenjäger. Also der ist ja nett, also am liebsten würde ich gar nichts für den tun. Untersucht von mir aus Jacks Tod, wenn euch das so wichtig ist, aber ihr erstattet mir Bericht, sobald euch etwas Ungewöhnliches auffällt.
Der Tatort ist drüben im Gasthaus zur Königskrabbe. Aha, da müssen wir so hin. Sagt der Wache, dass ihr meine Erlaubnis habt, ihn zu betreten. Jetzt und jetzt raus mit euch. Okay, was Jakes Frau Esmeralda betrifft. Ja, das wäre nochmal richtig. Richtig. Esmeralda ist Jakes Frau. Naja, Witwe. Jeder in der Stadt, einschließlich der Krabben am Strand, ist davon überzeugt, dass sie ihn getötet hat. Das Mädchen ist zwar den Ruf, eine Herzensbrecherin, aber das reicht als Beweis nicht aus. Meint ihr nicht? Oder verlassen die Quelljäger vielleicht nur aufs Hörensagen? Das würde vielleicht einige der Irrtümer erklären, die ihr so in der Vergangenheit begangen habt. Was? Ihr steht hier und wollt, ohne eine Miene zu verziehen, behaupten, dass euer Orden noch nie jemanden fälschlicherweise gefoltert oder hingerichtet hat? Wohl kaum. Ich werde mir einen solchen Unsinn nicht gefallen lassen. Wenn ihr mir Beweise bringt, werde ich sie vollkommen neutral bewerten. Die Legion stützt sich auf die Vernunft und nicht auf nutzlosen Aberglauben. Lasst uns über die Untoten sprechen. Hört mir zu, ihr seid vielleicht aus ganz anderen Gründen hier. Aber wenn es eine sinnvolle Sache gibt, die ihr hier tun könnt, dann ist es, eure Nase in die Angelegenheiten der Untoten zu stecken. Der Gestank wird euch nach Luft ringen lassen. Aber zwischen euch, mir und den 7 nutzlosen Göttern da oben gesagt, es wird Zeit, dass sich einmal jemand anders als die Legion um dieses Thema kümmert. Ich kann nur hoffen, dass dein von Quellen besessenes Hören neue Ideen hervorbringt und dass diese Ideen Früchte tragen, bevor die Untoten eben dieses Hören aus deinen zerschmetterten Schädel kratzen. Sie scheinen einen Schwachpunkt im Westen zu haben. Ich schätze, der Ort ist so gut wie jeder andere, um etwas Stärke zu zeigen. Ich würde gerne über ein paar Dinge sprechen, die die Legion betreffen. Ich würde euch gerne ein paar weitere Fragen stellen. Machen wir das mal mit der Legion. Die Legion ist nicht euer Problem, aber in Ordnung, fahrt fort. Da sind ein paar Seeleute, die nach Arbeit suchen. Vielleicht gibt es einen Platz für sie in der Legion. Sehr schön. Oh. Seid ihr etwas langsam im Kopf? Ich brauche Soldaten, nicht Seeleute. Wen kümmert es, ob sie einen Knoten knüpfen oder in eine gottverdammte Pfeife blasen können? Oder wollt ihr den Untoten nur etwas kostenloses Essen verschaffen? Ist es das, was ihr wollt? Lasst uns über die Ausflüge in feindliches Gebiet sprechen, die du erwähnt hast. Die Tapfersten der Tapferen sind ausgezogen, um den Ursprung der Untoten zu finden. Diese Männer haben sich alle freiwillig gemeldet. So lautet unsere Vereinbarung. Die wandelnden Toten erwachen in zahllosen Mengen. Aber jemand oder etwas muss für jede einzelne dieser erbärmlichen Kreaturen verantwortlich sein. Und daher unternimmt die Legion erneut Anstrengungen, um diesen verfluchten Ursprung des Todes zu finden. Wir sind schon zu lange in der Defensive. Es wird Zeit, etwas zu tun, selbst wenn es noch mehr Legionäre das Leben kostet. Meine Soldaten haben Seelen aus Stahl. Sie kämpfen am Leuchtturm, sie kämpfen bei den Grabhügeln und sie kämpfen bei der alten Kirche. Die Götter mögen sie die Wurzeln der Fäulnis finden lassen, aus der diese schlurfenden Monster entspringen und sie ihre Aufträge erfüllen lassen. Was den Leuchtturm betrifft. Im Westen gibt es auf den Klippen einen Leuchtturm. Kein Mensch ist seit einem Jahrzehnt dort gewesen. Und dennoch erscheint jede Nacht von seiner Spitze ein Licht. Die Anwohner sagen, es würde dort spuken. Und wenn es dort Geister gibt, dann ist dort vielleicht nekromantische Magie im Spiel. Es sind ein halbes Dutzend Legionäre dorthin gegangen, um das herauszufinden. Ich kann nur hoffen, dass ihnen nichts passiert ist. Was die Grabhügel angeht. Nördlich der Stadt gibt es überall alte Grabstätten. Ein Platz so gut wie jeder andere. Und mit der Suche nach Nekromanten zu beginnen, meint ihr nicht? Man muss nicht unbedingt ein Genie sein, um das zu erkennen. Ein Archäologe aus der Stadt hat angeboten, die Männer zu begleiten. Wir hoffen, dass sich sein Wissen auf dieses Gebiet als Segen herausstellt. Lass uns über die alte Kirche sprechen. Es gibt nordöstlich von hier eine Kirche, die genau dort errichtet wurde, wo einst ein der Quell gewidmete Tempel stand. Die Sicilianer haben ihn niedergerissen, oder Sicilianer haben ihn niedergerissen und eine Kirche für die 7 gebaut. Anscheinend als Symbol für den Sieg der Götter über die dunkle Quellenmagie oder irgendein anderes abergläubisches Hokuspokus. Als sich die Untoten erhoben, wurden sie doch zuerst gesehen, weshalb der Ursprung ihres Ausbruchs wahrscheinlich dort zu finden ist. Mögen meine Soldaten unbeschadet dorthin und wieder zurückgelangen. Ich würde gerne eine weitere Frage stellen. Seufz. Oh. Wenn es sein muss. Unsere Zuschauer werden wahrscheinlich auch schon seufzen.
Ja, das ist bei dem Spiel so. Erinnert mich stark an Tournament, ne? Ja, ja. Da ist er auch so textlastig. Was tun eure Meinung? Also, ich könnte hier noch einiges fragen. Ist die Frage, ob ich es machen soll? Es sind schon eins. Du hast doch gefragt nach dem Arbeitslosen, die dann in die Legion könnten, oder? Ja, aber das hat er ja nicht gewollt, weil er keine Leute haben will, die, die nur Knoten machen können. So kann er nicht gebrauchen, er braucht Soldaten. Jetzt wollte ich eigentlich denen das anbieten. Na gut, dann nicht. Wir können das natürlich trotzdem versuchen, denen sagen, hier, zeigt, dass ihr Mut habt oder so, vielleicht geht das ja so. Soll ich die mal ansprechen? Oder du bist noch im Dialog, ne? Ich kann den Dialog ja weitermachen und du kannst einfach mal... Zumindest mal ansprechen, ne, ob die was dazu sagen. Genau, und ich frage mal weiter, weil der hat echt viele Tagebucheinträge, gibt er uns, ne? Ja, okay. Ist also wichtig, die Person. Genau. Und vor allen Dingen gibt er viele Quests. Ja, genau. Ich denke mal, mit der Kirche wird er noch eine Quest geben. Ich denke auch. Und da könnten wir vielleicht einen der Steine finden, die wir brauchen für diese andere Dimension da. Okay, also weiter. So, dein Hauptproblem sind also die Untoten. Bravo, habt ihr das ganz alleine herausgefunden? Ich sitze hier nicht 2 Wochen fest, weil wir von niedlichen kleinen Kätzchen belagert werden. Wisst ihr, diese höhenfressenden Missgeburten kommen immer und immer wieder und alle Schwerter und alle von Ahus unausgereiften Erfindungen sind nötig, um sie aufzuhalten. Wir halten sie auf. Das ist alles, was wir tun. Könnte ich ihnen doch nur ein für alle Mal den Garaus machen? Wie gefällt euch Cycile? Wie es mir gefällt? Seid ihr auf einen Kampf aus, Jäger? Cycile stinkt nach Fisch und Orks. Und an einem guten Tag zerstreut der Wind den Gestank von verwesenen Leichen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein ordentliches Steak hatte. Und mittlerweile würge ich beim bloßen Anblick von Sardinen. Zusammengefasst, mir gefällt Cycile nicht. Vielleicht können wir uns ein Steak kochen und ihm das bringen. Jo. Muss man mal schauen. Aber ich weiß noch gar nicht, wie man kocht und wann man kocht. Wir dürfen ja noch nicht mal die Kochschelle benutzen hier. Ich habe auf jeden Fall einen Kochtopf. Ach so, der ist schon mal gut. Den habe ich gefunden. Erzählt mir von der Legion. Hatten wir das nicht schon? Machen wir mal. Wir sind der Stolz von Rivellon. Wir sind überall. Wir verstecken uns nicht in der Dunkelheit und lauern nicht hinter Ecken wie manche, die ich nennen könnte. Nein, wir beschützen die Zivilisierten vor den Barbaren und das tun wir tadellos. Das ist was? Nett. Ja. Aber der ist auch ziemlich, ne? Das ist ein Soldat. Mhm. Das ist seine Stadt, die er beschützt. Und er hat die Schnauze voll. Ich glaube auch. Horden von Untoten, die immer wieder neu kommen. Was tun eurer Meinung nach die Orks am Strand? Ich würde sagen, sie suchen nach einem Schwachpunkt in unserer Verteidigung. Sie können nicht von Land aus angreifen, da sie Angst vor Ahus magischen Maschinen haben, also versuchen sie ihr Glück vom Meer aus. Es wird ihnen jedoch nicht gelingen, nicht gegen die Legion. Ihr habt eine Vereinbarung erwähnt, die ihr mit euren Legionären getroffen habt. Das habe ich, die Vereinbarung der Freiwilligen. Nicht einer meiner Männer und Frauen möchte in Cycile bleiben und ehrlich gesagt kann ich es ihnen nicht verdenken. Deshalb unterzeichne ich persönlich ihre Versetzungsbefehle, sobald sie von einem Auftrag hinter feindlichen Linien zurückgekehrt sind. Dann hast du bald keine Leute mehr. Die Überlebenschance bei solchen Einsätzen ist etwa 1 zu 10. Und das ist der Grund, weshalb ich meine Legionäre nicht mehr so einfach auf Erkundung schicke. Jeder Soldat kann sich freiwillig melden. Und wenn er erfolgreich ist, hat er sich eine Bootsfahrt nach Hause verdient. Aro hat mir erzählt, er hätte den Verdacht, dass eine Sekte in Cycile ihr Umwesen treibt. Ja, und er verbringt den Großteil seiner Zeit in Gestalt einer Katze und leckt sich Gott weiß welche Körperteile. Sekten, Quellenmagier. Als nächstes sieht er fliegende Teppiche. Ich bin da mal weg. Dann kann ich ja weitermachen, denn ich bin schon mal zur Taverne vorgestiefelt und auf jemanden getroffen, der heißt Mendius, und der hat mich gleich angesprochen. Okay. Und was sagt er denn? Hey, ihr da, einen Augenblick, bitte, wenn ihr so freundlich wärt. Ihr seid der Quellenjäger, nicht wahr? Der Held, über den ganz Cycile spricht. Das große Stadtgespräch. Der saftigste Apfel am Baum. Welche Freude, euch zu treffen. Wirklich ein Vergnügen.
Nein, vergesst, was ich gesagt habe. Es ist sehr viel mehr als ein Vergnügen. Es ist das Schicksal höchst selbst. Ja, das ist es. Das Schicksal hat mich an diesen Ort gebracht, damit ich euch über all diese verlockenden Möglichkeiten erzählen kann. Wer seid ihr? Nomentius, zu euren Diensten. Mein Beruf? Nun, einst war ich Mediziner. Doch was tut ein Arzt anderes als zusammenfügen, was zerbrochen wurde? Ich habe Leben gerettet, das stimmt. Doch heute verändere ich sie. Macht ihr euch keine Sorgen über die ganzen Untoten, die hier herumstreuen. Die Untoten werden gemeinhin als Problem angesehen, mein Freund. Aber wer die Fantastischen Fünf kennt, weiß, sie sind kein Problem, sondern eine Chance. Ein unternehmerischer Geist kann aus einem kalten, leblosen Stein noch Reichtum herausquetschen. Oder aus einem kalten Untoten. Ich hasse Nekromantie, wenn ihr das meint. Was die Gelegenheit angeht, die ihr erwähntet, was meint ihr damit? Oh, das ist nicht nur eine Gelegenheit, das ist eine einmalige Chance, sich zu, sagen wir, verbessern. Und das ungenutzte Potenzial, das in uns allen schlummert, zu nutzen. Lasst mich euch dies fragen, mögt ihr Abenteuer? Ich bin hier, um meine Pflicht zu tun, als Ritter. Und das hat nichts mit Abenteuer gemein. Auch wenn ihr das vielleicht behauptet, Abenteuer nicht zu mögen, so sprechen der Matsch an euren Stiefeln und das Blut an eurer Klinge eine andere Sprache. Niemand wird zum Quellenjäger, der das berauschende Gefühl des Kampfes nicht genießt, die Sehnsucht nach verstecktem Wissen und Geheimnissen. Ach, wirklich schade, dass unsere Arbeit so schlecht bezahlt wird, nicht wahr? Das ist gerade mal ein Soldatensold, mal unter uns. Und seid ehrlich, wünscht ihr euch auch nicht manchmal, ihr würdet mehr verdienen? Ich sag's euch ganz ehrlich. Reichtum interessiert mich nicht besonders. Ach, seid doch nicht so verlegen. Ich wette, dass euer Herz vor Freude weint, wenn ihr auf euren Reisen Schätze findet. Na trotzdem, mein Freund, was ist das Leben schon ohne Abwechslung, wenn man vom Finanziellen einmal absieht? So ganz ohne Würze. Ein Quellenjäger zu sein, muss doch manchmal schrecklich, schrecklich langweilig sein, oder nicht? Immer diese Befehle, Befehle, untersucht dies, jenes und wofür das Ganze. Würdet ihr nicht viel lieber selbst bestimmen, euer eigener Herr sein? Manchmal ist es keine Schande, Anweisungen zu befolgen, aber nur, wenn der Dienstherr das Vertrauen auch verdient. Ach, nun kommt! Ich kann nicht glauben, dass ein so begabtes Individuum freiwillig die Rolle des Wasserträgers übernimmt. Das Leben ist viel zu kurz, um es für jemand anderen zu leben, nicht wahr? Ach, das war nur eine rhetorische Frage. Ich könnte euch dabei helfen, diesen Traum zu verwirklichen, damit ihr bekommt, was ihr verdient. Und genau aus diesem Grund bin ich nämlich hier. Der Grund, warum mich das Schicksal direkt vor der Tür der Königsgrabbe geführt hat. Alles nur, damit ich euch treffen konnte und euch über die glorreichen Fantastischen Fünf erzählen kann. Ihr seid herzlich eingeladen, beizutreten. Diese Gelegenheit solltet ihr einfach nicht verpassen. Kleinen Moment. Wie viel Text ist das etwa noch? Weil wir sind über der Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch geht. Okay, dann machen wir einfach, dann überziehen wir ein bisschen. Ja. Nun, erzählt mir etwas über die Fantastischen Fünf. Ach, die Fantastischen Fünf. Wie sehr genieße ich es, den Namen der glanzvollsten, gefeiertsten Abenteurergilde von Rivellon einfach nur auszusprechen. Unsere Mission ist es, die Welt zu verbessern. Unser Motto, wir verbessern uns, indem wir die Welt verbessern, denn wir erfüllen unsere Träume und reinigen unsere Seele. Ihr möchtet uns doch unbedingt beitreten, nicht wahr? Natürlich möchtet ihr das und das sollt ihr auch. Solltet ihr noch Fragen haben, werde ich sie nach bestem Gewissen und Wissen beantworten. Ansonsten schlage ich vor, wir legen gleich los. Lasst uns mal das Thema wechseln. Und lasst mich vor allen Dingen mal darüber nachdenken. Und vor allen Dingen, lasst uns mal eine Pause machen. Also ich kann noch mehr mit ihm reden und er sagt mir noch mehr über diese Fantastischen Fünf.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Video. Und ich muss auch sagen, ich bin hier im Gebäude von dem Hauptmann noch gewesen. Hier gab es einen weiteren Raum und da war eine Katze, die habe ich angesprochen. Das ist Ahu, der Zauberer. Und ich komme hier auch nicht aus dem Dialogfeld raus mit Escape. Deswegen müsste ich da auch gleich irgendwie weiterlesen, recht, weil er dann halt direkt anfängt: Quellenjäger, willkommen in meiner schallenden Werkstatt und so. Ich bin Ahu, bla bla. Und deshalb hat es so geschnurrt. Das war ja der vom Tor, ne? Das kann sein. Ja, der hat so geschnurrt und da habe ich mir gedacht, hä, was schnurrt denn der so? Gut, dann Machen würde wir ich hier einen sagen, Break. Bis gleich. ciao, ciao.